Und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Age of Empires 2 Definitive Edition mit dem DLC Lords of the West. Und wir sind immer noch beim Haus Burgund. Die letzte Mission ist relativ schnell zu Ende gewesen. Also da waren wir jetzt fix. Johann ohne Furcht wurde leider getötet. Und wir sind jetzt, glaube ich, in der vorletzten Mission, wenn hier diese Kampagne auch nur aus 5 Missionen besteht, wovon ich ausgehe. Und machen weiter mit Mission 4, eine unheilige Ehe. Denn, mein Sohn, nicht Johann ohne Furcht brachte La Pucelle zum Scheiterhaufen hier in Rouen, sondern sein Sohn, unser Großherzog Philipp der Gute. Dieser hatte bis dahin im Namen seiner Familie die burgundischen Niederlande regiert, die zu dieser Zeit ein wirtschaftliches und kulturelles goldenes Zeitalter erlebten. Er war außer sich über den Mord an seinem Vater und schmiedete eine Allianz mit England, um den Tod Johann ohne Furcht zu rächen. Das glaube ich. Doch der Krieg gegen die Armagnacs würde warten müssen. Der Herzog von Bayern, der Jahre zuvor mit Johann in der Schlacht von Autet gekämpft hatte, bat erneut um die Hilfe der Burgunder. Dieses Mal nicht gegen einen Armagnac-Aufstand, sondern gegen seine eigene Nichte. Jakobäa von Bayern war keine Frau, die gern Befehle entgegennahm. Eine Zeit lang sollte sie Königin von ganz Frankreich werden. Doch als ihr Mann starb, schickte man sie schon bald in die Niederlande zurück. Da die Burgunder ihren Anspruch auf die Niederlande anfochten, floh sie über den Ärmelkanal, wo sie den Lord Protektor von England heiratete. Zusammen kehrten sie zurück, um das Land zu beanspruchen, das sie an den Herzog von Bayern verloren hatte. Als Philipp sah, dass ein abtrünniger Engländer sein nördliches Reich angriff, zog er aus, um ihn ins Meer zu treiben. Glaube ich sofort. Hört sich interessant an, die Beschreibung. Und ich glaube, hier werden wir auch wieder eine mehrteilige Folge haben. So, Hauptziele. Besiegen Sie Jakobäa von Bayern und besiegen Sie Humphrey von Lancaster. So. Hinweise. Philipp der Gute kann eine Bevölkerung von 175 Mann unterstützen. Krieg ist immer eine kostspielige Angelegenheit. Philipp der Gute täte wohl daran, seinen Einfluss zu vergrößern und Verbündete zu gewinnen, die ihn wirtschaftlich und militärisch unterstützen können. Drittens. Englische Langbogenschützen sind eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Die Ausbildung großer Mengen an Kavallerie und Plänkern könnte der Schlüssel zum Sieg über Humphrey von Lancasters Armee sein. Speer! Johann von Bayern Gelb marschiert von Osten her auf den... Er auf den Hennegau zu. Er kommandiert ein mächtiges Heer, wird aber kaum in der Lage sein, seine Nichte und den Lord Protektor allein zu besiegen. Im Norden und Nordwesten besitzen Jakobäa Grün und Humphrey von Lancaster Rotländereien, die sie um jeden Preis verteidigen werden. Ja, Jacqueline wird dabei vor allem Infanterie und Kavallerie einsetzen, während Humphrey sich auf die Reichweite seiner gefürchteten Lammbogenschützen verlassen wird. Möglicherweise können die Burgunder weitere Allianzen schmieden. Die Grafschaft Namur-Türkis im Südosten hat keine männlichen Erben. Ein Problem, das Philipp vielleicht ausnutzen kann. Im Südosten liegt Stadt Cambres, Orange. Philipps Verwandte haben dort erheblichen Einfluss, von dem die Burgunder profitieren können. So, und wir sind im Westen. So, Südosten und nochmal im Südosten. Also da haben wir zwei Verbündete. Dann fangen wir mal an. Euer Vater kämpfte einst an meiner Seite, Philipp. Lasst uns die alte Allianz erneuern. Und Johanns Ermordung rächen. Das können wir gerne tun. Wir schicken sofort den Speer aus. Mein Ehemann und mein Onkel über mich bestimmen. Und nun, ihr Philipp? Hat eure Mutter euch denn keine Manieren beigebracht? Ach, schon. Die hat uns aber auch beigebracht, dass wir Befehle befolgen. So. Gucken wir gleich mal, dass die Dorfbewohner hier effizienter sind. Wir sind in der Ritterzeit. Imperialzeit können wir ebenfalls hoch. Wir erhöhen gleich mal die Dorfbewohner. Unser Ziel ist hier, eine gute Wirtschaft zu haben. Ah, da ist die Grafschaft Namur.
Namur, sagt mir was. Ich bin ein alter Mann ohne Erben. Man sagt, ihr seid nicht nur ein ehrgeiziger und besonnener Herrscher, sondern auch ein reicher Mann. Wenn ihr zahlt, überlasse ich euch meine Grafschaft. Ich weiß, sie bei euch in guten Händen, Philipp. Sehr gut, wenn du das weißt. Wir brauchen eine Mühle. Ibati. Buongiorno. Ibati. 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 So, nochmal 3 Stück. Bauen. Er braucht 1000 Gold. Goldvorkommen haben wir entdeckt. Da ist eine Reliquie. Sehr gut. Und dann brauchen wir nämlich auch ein Kloster. So, hier müssen wir jetzt... So, da soll auf die Schäfchen aufpassen, die brauchen wir. Hier brauchen wir jetzt ein Kloster. Meine Familie besitzt einigen Einfluss in Combray und zufälligerweise ist ein Verwandter von mir Anwärter auf das Amt des Bischofs der Stadt. Bring 2 Reliquien dorthin, damit Combray zu Burgund hält. Das werden wir tun. Das werden wir tun. So, hier müsste gleich der zweite Mönch fertig sein. Es darf aber nicht wahr sein. Die fangen wir ab. Nächster. Zwölf Schafe, die bringen wir hier rüber. Si. Vos ordres? I bouge du bois. Bonjour. I mean, si. So, hier bauen wir jetzt die nächsten Felder. Philipp, ihr, ich, 2 Lanzen, ein paar Pferde. Ein Mann eures Ranges kann ein Duell nicht ausschlagen. Keine Sorge, Humfried. Ich bin unterwegs. Unsere Schwerter werden Blut trinken. Niemand nennt uns Feiglinge.
So. So, schickt mal alle wieder an die Arbeit. So, einmal und zweimal. So, hier oben werden wir jetzt nachher erstmal einen Wall errichten. Dann ist hier abgesperrt. Und wir haben auch ein Steinvorkommen. Gut. Wir müssen gucken, dass wir... Eine Reliquie haben wir dorthin gebracht. Ich bin euch zu Dank verpflichtet, Cousin. Ich werde dafür sorgen, dass die Abgaben Combrés in eure Kassen fließen. Ibati. So. Hier oben ist jetzt eine Mauer. In Bau. Wir brauchen jetzt Steine. Und zwar ganz schnell. So. An der Möhr machen wir jetzt noch. Hat mal Feld abgeerntet. Jetzt. $170 Gold brauchen wir noch. Du kriegst doch jetzt das Geld. So. So, wir haben ihm ebenfalls das Geld gezahlt. Sehr gut. So, wir haben genug Nahrung, wir haben genug Holz. Jetzt haben wir hier oben erstmal die Stellung abbauen. Und hier machen wir ebenfalls weiter. Gleichzeitig schauen wir hier, dass die Felder uns weiter ernähren. Die Buchstube.
Und auch hier das Holz fließt. Gut, wir haben es geschafft, dass die Reliquien unser sind. Und hier die Goldvorkommen. Hier haben wir noch Gold und hier haben wir noch Gold und hier haben wir noch Gold. Wir müssen gucken, dass hier recht schnell. Das Licht anmachen. Ist das schon ein bisschen dunkler? Ja. Also hier oben gegen Hamfrey haben wir eine gute Stellung. So, senkt die Gebühr für Tribute auf 20. 200 Gold, ja, Marktkarren, die brauchen wir auf jeden Fall auch. Und dann handle ich mit denen. Und zwar mit allen drei. So, jetzt schicken wir mal sehr viel in die Holzproduktion. Und so, den schicken wir hier hin, den anderen dahin. Hier die Bayern, ah, hier oben haben wir noch welche. Schicken wir den hier zu den Bayern. Den schicken wir ebenfalls nochmal zu den Bayern und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwo kommen sie hier doch durch. Wir dann zu den Grünen und dann fahren hier zwei hin und hier zwei hin und hier bei den Bayern haben wir ebenfalls welche. So, jetzt haben wir hier so, hier oben haben wir jetzt noch ein Goldlager und hier vorne haben wir noch ein Goldlager stehen. Posares,
Ibati, Ibati, Ibati. Sì. Bonjour. So, die lassen wir hier unten Gold sammeln. Ja, wir können... Schatzkammern der Stadt geleert. Könnt ihr ihnen geben, wonach sie verlangen? Ja, natürlich können wir das. Meinst du? Also hier oben ist die Festung schon mal gemacht. Und hier unten... So. Ich hoffe, damit ist die Flanke dann erstmal gesichert. Sì, immediatamente. Ibati. Buongiorno. So, eine Kaserne haben wir hier nicht. Ibati. Ibati. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier unsere Ausgangsbasis schützen. Bauen Sie eine Kathedrale in Cambrai. Holz und Bogenschützen. So. Zwölf Stück. Dann ist das hier unten schon mal abgesichert. So, und auch hier ist jetzt der Nachschub gesichert. Buongiorno. Eine Universität brauchen wir.
Ivanzi. Davis. Itachi. Fusot. Harm. Abu Davis. Simastru. So. Jetzt müssen wir echt gucken, dass wir hier so, nun ist auch hier diese Ecke geschlossen. So. Es läuft hier unten. Schießen genau. So, Mindestreichweite, Türme. So, hier oben machen wir eine fränkische Burg rein. Itachi. Abu Davis. Ivanzi. Si. Itachi. So, die Bayern sind zur Imperialzeit vorangeschritten. So, 9 Stück. Ibati, Ibati. Bonjour. Immédiatement. Imin, posores. Ibati. Posores. Ibati, Ibati, Ibati. So, jetzt kranken wir am Einheitenlimit herum. Abu Davis. Ivan. Ivanzi. Ich frage mich zwar ständig, wo die reinkommen, aber... Na, ja, ganz toll, jetzt schießen sie auf die Transporter.
Wenn wir dann hier unten fertig sind, dann können wir hier die Bogenschützen schießen genau, okay. Aber Davis. Itachi. Usoto. Si. Ivan si. Buongiorno. Ibati. So. Also hierüber läuft unser Nachschub. Abu Davis. Harb. Si. Evan si. Uzot. Harb. So. Dann werfen wir mal die. Ra, Ivai. Imin. Fusorres. Ra. Ibati. Das können wir abbrechen. Fusorres. Ibati. Abu Davis. Itachi. Uzoto. Harm. Hier oben machen wir das Tor zu, also ist hier jetzt auch richtig gut abgesichert. So, dann entwickeln wir mal. Und auch hier bauen wir jetzt mal den Vorteil aus. Ah, Jakobä von Bayern. Fluch. Bonjour. Fra. Posorres. I compre. I bati. So, der Chevalier hat hier jetzt gute Arbeit geleistet. Hier unten sind sie gut am Steine sammeln. So, die kommen fast nicht mehr rein. Burgundische Weinberge, Allnahrung in Gold um 2 zu 1. Triebücke können wir noch nicht bauen. So, hier noch eine Waffenschmiede. Dann hoffen wir mal, dass wir hier Gas geben können. Also
Also ich denke mal, dieses Kapitel endet mit dem Tod von, diese Kampagne endet mit dem Tod von Johanna von Orléans und damit knüpft es ebenfalls wie die Britenkampagne an eine Kampagne aus Age of Empires 2 an. Die Britenkampagne knüpft auf Venom Wallace an, Burg und ist verbunden mit Johanna von Orléans. Ja, das werden wir nachher sehen, aber ich denke, ich habe da recht mit der Spekulation. So, hier haben wir es dann weiterentwickelt. Wird Nahrung. Die Nahrung müssen wir mal ankurbeln. So, die Kathedrale. 500 Holz, 54 Steine, 250. Sehr gut. Die werden wir hier hin errichten, neben die Felder. Vosotros. Ibati. Bonjour. Vosotros. Pra. So. Was, das geht aber fix. Was für ein prachtvoller Bau. Gläubige werden dorthin pilgern und die Kassen der Stadt füllen. Sie. Sie compre, Ivan. So. Ibati. Dann bauen wir hier jetzt eine zweite Mühle. So, wir müssen in die Imperialzeit. Mal 1000 Nahrung. So, haben wir jetzt hier eine Grundlage. So, haben wir jetzt 8 Farmer, die hier die Nahrungsgrundlage ebenfalls antreiben. Ja, jetzt haben wir hier Goldeinheiten und Holzeinheiten bekommen. Wie sieht es hier aus? Vosotros. Ibati. Imin. So, sobald die hier unten fertig sind, werden wir... Vosotros. Ibati. Bonjour. Ibati. So. Hier brauchen wir eine kleine Reserve. Bonjour.
Si, si, Mastru. Also. Gut. Die versuchen jetzt hier vorzurücken. So, Burg. Wir haben 4 Tribucke stehen. Können wir Schiffe über die See? Könnten von hinten, von hier unten, vielleicht Kanonenschiffe ausfahren lassen. So. Jetzt schauen wir, dass wir hier eine Marine aufbauen. So. Zum Onager weiterentwickeln, zu dem weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Hier ist eigentlich alles weiterentwickelt soweit. Kanonenschiff haben wir ebenfalls weiterentwickelt. Wir raufen jetzt unsere Nahrungsversorgung an. Weinberge richten wir Schaden an, versteckte Lebensenergie von Burgen. Das können wir kaufen. Hier müssen wir uns echt gucken, dass die Einheiten weiterentwickelt werden. So, die Fischkutter sind schneller. Buongiorno.
immediatement. Bonjour, Ibati. Vos ordres? Écoutive. Pra. Écoutive. Pra. Écoutive. Si. Écoutive. Si. Écoutive. Vos ordres? Écoutive. Pra. Écoutive. Bonjour. Ibouche du beau. So. Also wir können hier eigentlich einen recht schnellen Schlag gegen die feindlichen Häfen führen. So, ich habe mal Szenarien gekauft. Und hier können wir jetzt den Menschen hier einkaufen. Holz und Gold. 5. So, hier sollten wir schauen, dass wir hier weiter Nahrung bekommen. So, hier mal die Einsatzgruppe 2 und hier mal die ersten Kriegsschiffe. Hier mal noch Galeonen. Hier können wir, oh, da ist eine Reliquie, wir können den in den Rücken fallen, die haben eine Reliquie erbeutet. So, was ist denn das da? Oh. Sieht mir nach einem Bug aus. So, gucken wir mal, was bei denen da oben ist. So, ne?
Ihre bereit. So, jetzt fangen wir da mal mit dem Kuschelbeschuss an. Okay, da oben ist auch noch eine Reliquie. So. Wir sind jetzt auf jeden Fall in der Lage, die feindlichen Burgen anzugreifen und zu beschießen. So, Lele. So, Humphrey von Lancaster scheint sehr schnell geschlagen zu sein. So, und wenn diese Burg hier unten zerstört ist, machen wir einen Cut und
Ich finde den Soundtrack genial. Gern hätte ich mich mit euch gemessen, Philippe. Ein Mann, der seinem Ruf gerecht wird, ist eine Seltenheit. Leider meinen die alten Langweiler in England, ich sollte nicht gegen Verbündete kämpfen. Aha, plötzlich ist man Verbündete. Interessant. Ja, sind jetzt diese Türme hier oben auch gefallen? Jawohl. So, Humphrey hat aufgegeben. Machen wir einen Cut, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Exekutor.